Einen schönen guten Tag und herzlich willkommen bei Ressource Wald. Der Nussbaum wird als Waldbaumart komplett unterbewertet. Das ist meine Meinung als Waldbauer und Waldbewirtschafter. Ich gebe Ihnen drei gute Gründe, warum ich den Nussbaum eine total geniale Waldbaumart finde. Erstens, es ist das wertvolle Holz, das der Nussbaum uns liefert. Zweitens ist es der enorme Zuwachs, den Nussbäume imstande sind zu leisten. Und drittens ist es eine wärmeliebende Baumart und liegt aufgrund der Klimaprognosen total im Trend. Was ist das Besondere am Nussbaumholz? Ich habe hier eine 30-jährige Stammscheibe eines Walnussbaumes Juglans Regia und ich zeige Ihnen, warum das Holz so sehr begehrt ist. Dieser junge Baum hat hier diesen dunklen Kern. Um dieses Kernholz geht es. Wenn man das sauber schneidet, dann bearbeitet, gibt es eine wunderbare, schöne Farbe. Es erinnert etwas an Tropenhölzer, aber es wächst hier in Europa. Mit dieser Stammscheibe komme ich auch gleich zum zweiten Punkt, nämlich der enormen Wuchsleistung des Walnussbaumes oder des Nussbaumes generell. Ich stehe hier in einer Parzelle, wo mein Vorvorgänger vor 30 Jahren Nussbäume gepflanzt hat. Als ich diese Parzelle vor 10 Jahren übernommen habe, waren die Nussbäume etwas bedrängt und es hatten nicht sehr viele Eingriffe stattgefunden. Dennoch haben diese Bäume einen enormen Zuwachs gemacht. Das schauen wir uns jetzt an. Hier wurden Schwarznüsse und der europäische Walnussbaum gepflanzt. Als Nebenbestand hat man Ulmen und Sommerlinden genommen. Leider wurden diese zum Teil etwas zu spät entfernt. Darum sind nicht alle Nussbäume gerade im Schaft, sondern weil der Nussbaum eine heikle Baumart ist und der Sonne entgegenwächst, braucht sie regelmäßig Kronenpflege. Hier haben wir eines der schönsten Exemplare in diesem Waldstück. Es ist eine Schwarznuss und ich nehme ihr jetzt den Durchmesser auf Brusthöhe. Das sind bereits 47 cm. Dieser Baum hat also in 30 Jahren einen BHD von 47 cm erreicht. Wenn wir die Krone betrachten, können wir sehen, dass dieser Baum waldbaulich optimal behandelt wurde. Es ist der dickste Schwarznussbaum hier im Bestand. Dieses Jahr hat der Schwarznussbaum ordentlich Früchte getragen und die jetzt abgeworfen. Ich werde die dann sammeln und schauen, ob ich da Nachzucht machen kann, weil die Qualität dieses Baumes ist wirklich bemerkenswert. Wir sehen aber trotzdem, dass die Verkernung des Holzes mit 30 Jahren noch sehr bescheiden ist. Und um dieses wertvolle Kernholz geht es hier bei der Holzproduktion bei den Nussbäumen. Ich denke, dass die Verkernung jetzt vermehrt stattfinden wird. Diesen Baum habe ich herausgeschnitten, weil er sehr krumm war und die Krone im unteren Stockwerk komplett von den anderen überschattet wurde. Das ist auch meine Referenz für das Alter. Und ich wollte auch wissen, wie weit die Verkernung fortgeschritten ist. Wichtig für den Nussbaumanbau ist Wärme, gut versorgte, frische Böden, tiefgründige Böden, sie können auch skelettreich sein, staunasse Böden und Böden ohne genügend Humusauflage und anstoßendes Gestein sind für den Nussbaumanbau nicht geeignet. Was ist weiter zu beachten? Der Nussbaum kann auch, wenn er sich natürlich verjüngt, aufgezogen werden. Darüber habe ich bereits ein Video gemacht. Man muss ihn erkennen und dann regelmäßig von Konkurrenzvegetation befreien. Wenn Sie Nussbäume anpflanzen wollen, ist es wichtig, dass noch etwas Restbestand übrig bleibt. Ich habe bemerkt, wenn zu große offene Flächen mit Nussbäumen bepflanzt werden und die Konkurrenzvegetation fehlt,
ist das Frostrisiko im Frühjahr größer. Herzlichen Dank, waren Sie dabei und bis bald bei Ressource Wald. Und nicht vergessen, liken und abonnieren. Dankeschön.